Wen überholt der? Hallo meine lieben Anonyminions, ich war Anfang Juli 2016 in Wales und auch dort habe ich wieder ein paar Fotos und Videos gemacht, die ich euch hier zeigen möchte. Allerdings möchte ich jetzt schon mal sagen, dass es nicht so viele Videos werden, es werden eher Fotos, weil ich einfach nicht großartig zum Videos machen kam. Es war eher so eine Wanderreise, aber das werdet ihr schon noch sehen. Jetzt kommt erstmal das erste Bild, was meine Kamera gemacht hat, als sie walisischen Grund erblickte. Diese Bilder sind bei einem Rundgang um Conwy entstanden. Conwy ist ein kleines beschauliches Städtchen mit einer sehr schönen Burg, die ich aber leider nur von außen gesehen habe. Wir sind bei diesem Rundgang hier jetzt erstmal nur über Wiesen gelaufen und durch Büsche. Man hatte stellenweise einen wirklich schönen Ausblick aufs Meer, aber das eigentliche Abenteuer, das begann am nächsten Tag. In diesem Zimmer wachte ich am nächsten Morgen auf. Und während uns der Weg am Anfang noch an Zivilisation vorbeiführte, so liefen wir schon bald nur noch über Wiesen mit Steinmauern, von denen ich keine Ahnung habe, wie alt sie sind. Und das stundenlang, den ganzen Tag. Aber wir kamen schließlich am Ziel an. Nämlich an den Aber Falls, oder wie sie eigentlich ausgesprochen werden, Aber Falls. Dort waren wir dann, haben eine Pause gemacht und dann ging's weiter nach Bedwyscoed oder so. In dem Ort haben wir dann auch Abend gegessen und so langsam kam ich mir vor wie in einem Paralleluniversum. Ich meine, ich bin Meilen gelaufen an dem Tag, bin in einem Bus gefahren, wo ich links einsteigen musste, weil Linksverkehr in dem Land herrscht. Alle sprachen irgendwie so komisch. Und dann durfte ich bezahlen. In Pfunden. Ich meine, schaut euch diese Währung an. Was ist das? Am nächsten Morgen ging es zum einen mit Wasserfällen weiter, zum anderen hat es viel geregnet. Weswegen die Wege so aussahen. Yep, da mussten wir durch. Dementsprechend sahen meine Schuhe natürlich auch am Ende des Tages aus. Und wir kamen außerdem an einem Haus vorbei, das wortwörtlich Ugly House hieß. Ja, der Besitzer muss wirklich stolz auf sein Haus sein. Aber es hat sich gelohnt. Denn am Ende des Tages waren wir in Penny Pass. Penny Pass ist ein Einhäuschendorf, oder wenn man es überhaupt noch so nennen kann, mitten in nirgendwo, auf 300 Metern Höhe. Sieht allerdings aus wie 3000 Meter und ich habe dort ein langes Video gemacht, das ich euch jetzt zeigen werde, unterlegt mit Musik aus dem wunderschönen Skyrim.
bin so froh, dass ich mich noch überwunden habe, mein Handy mitzunehmen, um das zu filmen. Weil ich finde, das sieht einfach wunderbar aus dort und unterlegt mit dieser Musik ist es einfach genial. Falls ihr wissen wollt, wie es hinter dieser Tür weitergeht, da stand dann eine Eistruhe von Langnese. Nur Langnese heißt in Wales nicht Langnese, sondern Walls. Und ich habe mir da erlaubt, ein bisschen was zu photoshoppen. Am nächsten Tag ging es dann auf den Mount Snowdon. Hier seht ihr gerade schon ein Bild von der Besteigung des Berges. Und ja, er heißt Snowdon, nicht Snowden. Ja? Der Höhenunterschied, den ich hierbei überwinden musste, lag tatsächlich auch bei 800 Metern, genau wie in Mittenwald. Nur ging mir hier nicht so schnell die Puste aus. Also es muss in Mittenwald wohl wirklich an der Höhe gelegen haben, dass mir dann irgendwann die Puste ausging. Beim Besteigen konnte es durchaus mal vorkommen, dass der Weg sich kurz gedacht hat, dass er Urlaub hat. Und naja, hier seht ihr auf dem Bild zwar gerade nicht den Weg, der war eigentlich, stehe ich gerade auf dem Weg und das Bild ist vom Wegesrand, aber der Weg sah auch nicht viel besser aus. Abgesehen davon haben die Waliser scheinbar ein wenig viel Kleingeld und stecken es in die selten vorkommenden Baumstämme da oben. Den Rest seht ihr jetzt. So sah der Wegesrand am nächsten Tag aus, als wir von Penny Pass weggingen. Für uns ging es erstmal in ein kleines Dorf und danach sind wir mit dem Bus von dort nach Caernarfon gefahren. Caernarfon ist ein kleines beschauliches Städtchen in Meeresnähe. Und dort fiel mir wieder mal auf, wie lustig Gälisch sein kann. Ich habe nach Übersetzungen geschaut, aber ich habe echt keine Ahnung, was Jaman bedeuten soll. Doch das sollte nicht die Bleibe für unsere Nacht werden. Nein, dafür war Llandudno zuständig. Llandudno ist eine Kleinstadt am Meer mit einer wunderschönen Uferpromenade. Doch bevor ich die gesehen habe, habe ich erstmal einen kleinen Spaziergang durch die Stadt gemacht und bin dabei auf einen Laden gestoßen, wo ich mir wieder mal das Photoshoppen jetzt nicht verkneifen konnte. Doch dann bin ich ans Meer und dort habe ich ein Video gemacht. Leider muss ich vieles rausschneiden, da das Video ursprünglich nur für Verwandte gedacht war und nicht für die Öffentlichkeit. Aber zeigen werde ich es euch dennoch, wenn auch nur in Stücken. Aber es ist schön hier. Nur das da hinten ist ein bisschen. Ja.
Hier noch ein paar weitere Bilder von meinem Rundgang am Strand. Nachdem ich am Morgen des Abreisetags im Palladium gegenüber von unserem Hotel noch diese leckere heiße Schokolade begrüßt hatte, machten wir noch einen kleinen Spaziergang außerhalb der Stadt. Hierbei habe ich zum einen, ohne es zu merken, ein Cover von der Broschüre des Ortes nachgestellt. Zum anderen erinnern mich die Bilder jetzt, wo ich sie so nachträglich anschaue, mit den Cable Cars und den Schienen den Berg runter, irgendwie an Totshafenstadt aus Mario Kart 8. Doch das blieb nicht so, da wir auch wieder raus ans Meer kamen, wo ich dann dieses Foto geschossen habe. Nach dem Spaziergang jedoch begann die Abreise. Wir sind mit einem Bus zum Airport in Manchester gefahren und sind dann nach Hause geflogen, zurück nach Deutschland. Alles in allem hat mir auch Wales echt gut gefallen. Ich würde gern mal wieder hin. Jetzt würde ich mich noch über eine Bewertung des Videos freuen, da ich hier wirklich locker 10 Stunden reingesteckt habe. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in anderen Videos wieder. Ciao, euer Anonymous.